Leute, damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Ja, wir sind noch am Ende in diesem Prüfungsraum, nenne ich es jetzt einfach mal. Und ja, müssen halt gucken, wie es weitergeht hier. Ah, da geht's auch noch weiter. Ich könnte ja dort weiter, aber ich will gerade mal. Dort hätten wir auch noch was. Okay. Also es ist echt nicht einfach, ne? Was so diese Rätsellösung angeht. Da geht's rein. Das ist nicht gut. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Ja, ich kann aber nicht durch. Weil da geht's. Upp, in Tod. Ah. Okay. Ah, verdammt. Okay, das war jetzt bescheuert. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Okay. Okay, warte mal, ich check's noch nicht so ganz. Wir können hier hin, können dorthin, können dorthin. Okay, das habe ich schon ge... Achso, warte mal. Hol mir dich mal näher ran. Gehen wieder darauf. Sagen hier hin. Sagen wir bis dorthin. Okay, von... Ach. Okay, das ist ja cool gemacht. Okay, dass ich das Ding nur sehe, wenn, okay, aber dann checke ich trotzdem nicht, wie ich... Ich muss ja durch diese Seite gehen, wenn ich, warte mal, warte mal, warte mal. Okay, ganz kurz, wie? Wie? Jetzt bin ich gerade etwas überfragt. Ich kann ja die Plattform nicht bewegen, wenn ich auf diese Seite. Ich muss. Ich komme ja so nicht ran. Nee. Hä? Okay, das ist jetzt schon etwas trickier. Na, verdammt. Mann. Okay, warte mal ganz, ganz, ganz kurz. Ich kann dorthin. Muss gerade mal ein Ticken leiser machen. Ich verstehe meine eigene Stimme nicht mehr. Kann ich dorthin? Das ist die. Der, ich kann von der Seite, wenn ich von der Seite rangehe, nützt mir es gar nichts. So, von hier sehe ich die dort, kann mir die hier hinholen. Aber ansonsten... Das nützt mir ja nichts. Weil ich komme ja nur, Ich hab...
Einmal kommen wir mal. Dankeschön. Okay, ich kann dort ran. Das war's dann aber auch schon. Ich muss durch das Tor. Warte mal, kann ich sagen, dass ich... Würde das gehen? Aha! Leute! So wird doch ein Schuh draus. So wird doch ein Schuh draus. Okay, das war schon mal etwas kniffliger. Okay, hey, hey, hey. Okay. Das ist eine ganz schön lange Prüfung. Oh, da was hat. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe. Oh, wenn wir Heilung finden, dann ist, glaube ich, nicht gut. Revelio. Heilung zu finden ist ein. Kein gutes Zeichen. Ja, wir finden viel zu viel Heilung für meinen Geschmack. Das sieht mir sehr, 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 sehr stark nach Bosskampf aus. Habe ich noch einen anderen Trank hier irgendwie? Nein, ich habe Kohlköpfe. Okay, das ist halt, das sieht mir sehr, sehr stark nach Bosskampf aus. Auch wenn ihr Zeug zum Schmeißen. Ja. Erkennt das gefällt mir gar nicht. Okay, warte, ich mach mal ganz kurz ein. Ah! Okay. Alter, Incendio ist ja gegen die mal komplett scheiße. Warte mal. Habe ich nicht irgendwas anderes, was ich noch verwenden könnte gegen die? Nicht wirklich. Du bist aber groß. Alter. Ja, aha. Aha. Wie sie mal doch keinen Schaden macht, ne? Warte mal, die Sphäre. Die ist, Aha.
Okay, warte mal, ich muss mir ganz kurz mal was anderes legen. Du... Hier. Da kommt jetzt mal... das hin. Oh, fuck. Alter! Aua! Das macht gut Schaden. Komm, 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 komm. Boah. Okay. Das verlangt aber echt alles ab hier. Komm, 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 komm. Ach du Scheiße. Na endlich. Alter, hat der reingehauen. Glüht unser Zauberstab? Ich glaube auch. Eieiei. Das war mal... also wenn das die erste Prüfung ist und es gibt 4 Hüte, ich will nicht wissen, was bei den anderen noch so kommt. Revelio. Heiler Zäckle. Noch so. Ein Denkarium. Gleich. Okay, ab, zack, Denkarium. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen.
Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Okay, das ist ja mal, okay, das ist jetzt interessant. Ich finde so, ich habe so das Gefühl, wir haben ja gerade eben gehört, dass dieser andere Typ noch da, auch mit Nachnamen Rookwood hieß. Das heißt, er ist ein Vorfahre von dem Rookwood aus unserer jetzigen Zeit hier. Und die, wie hieß sie, Isabel Morgannock oder sowas? Noch mehr kristallisierter Stein. Das muss der Weg zurück zur Kartenkammer sein. Okay, ganz gleich. Ich will mal kurz reden, so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, also er hat schon recht, ne, dass man sich nicht in die Gefühle von Menschen, oder dass man die Gefühle von Menschen nicht manipulieren sollte. Hat er schon damit recht. Und ich habe das Gefühl, sie hat noch irgendwie was ganz, 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 ganz Übles vor. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwas kommt da noch. Excalibur. Achso. Irgendwas kommt da bestimmt noch. Irgendwas kommt da noch. Das sehe ich. Das habe ich im Gefühl. Ich habe da so ein Gefühl, das habe ich im Urin. Sprich mit Professor Fig und Professor Rackham. Okay. Ui. Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Ha. Huh. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja. Ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor Professor Fig sind nicht nur vor St. Bakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm, es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie, dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schien sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Wann war denn das... Bevor Sie gehen. Wann waren wir in drei Besen, haben Sirona mit einem Kobold sprechen hören?
Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Okay, was will er? Professor, sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Okay. Orange freigeschaltet. Geil, im Herbst! Das ist geil, wir haben Herbst, Leute. Okay, das ist jetzt Hammer. Ich will da draußen, ich will sehen, wie... Okay, wow. Okay. Ich will mal ganz kurz... Boah, ist es geil. Ich sollte Sirona in den drei Besen... ...dringende und höchst vertrauliche Angelegenheit so bald wie möglich aufsuchen. Ich glaube, dass wir uns gegenseitig helfen können. Aha. Okay. Was wollte ich sagen? Was haben wir jetzt eigentlich für Aufträge? Mal gucken. Okay, bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Hä? Es sind nur vier Hüter. Finde Lord Gog den Kobold, Tierwesenunterricht besuchen, finde heraus, was Galdwin Moon will. Okay, das sind Hauptaufträge, oder wie? Ja. Das sind Hauptaufträge. Du, da kriege ich Olohomora. Das ist cool, das würde ich gern machen. Das sind Aufgaben. Löse Ballons über dem Bahnhof, okay. Schaffe und teste eine Venusa Tentacula. Raune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Professor Sharps Aufgaben. Unsichtbarkeitstrank. Entführung Grünkohl. Was? Jetzt Mord, in dem du zweite Kiste gesehen wurde. Okay, Flugprüfung hätten wir da auch noch. Archeoduell. Wir haben noch jede Menge Nebenaufgaben, ne? Ich würde aber gerne mal mit dieser Hauptaufgabe weitermachen, weil da kriegen wir Olohomora. Und das finde ich sehr gut. Bitte kommen Sie nach dem Unterricht zu mir, sobald Sie meine Aufgaben erledigt haben. Ich bringe Ihnen Descendo bei. Dieser Zauber ist sehr nützlich, um Objekte auf den Boden zu ziehen. Okay. Was soll ich sagen? Das quasi... Ausdruck platzieren. Okay. Dass ich quasi... mir die ganzen Schlösser hier aufmachen kann. Weil das brauche ich halt wirklich. Bin ich schneller als die Treppe? Na, schade, doch nicht. Okay. Weil das ist halt wirklich... eine Sache, die ich sehr, 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 sehr gut brauchen könnte. Hä? So, jetzt. Okay, dann machen wir mal ganz kurz das hier. Kann ich das Rätsel dadurch lösen? Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon. Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe bei etwas gebrauchen.
Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Könnten Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Okay, mal ganz kurz. Erstmal, das Tier ist ja eins, was man in Fantastic Beasts sieht. Dieses, ich hab vergessen, wie es heißt, was so aussieht wie so ein, wie ein Affe, sich unsichtbar machen kann und in die Zukunft sehen kann. Und wie mache ich das? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Demigus-Mond. Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Mhm. Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe Ihnen gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohomora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Kann ich den Zauber lernen? Okay, das ist sehr gut. Den brauchen wir nämlich sehr, sehr dringend, den Zauber. Okay, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir hiermit weitermachen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Bis dahin. Ciao, Leute.